Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Maker 2. Heute spielen wir ein Level von Zombay, nämlich Coin Kick Canyon. Ich weiß nicht, ob das ein einziges Level ist. So, Okay. Das habe ich nicht vom Zombay erwartet, dass der Kaiso Blöcke benutzt. Ich dachte, das wäre ein netter Mensch. Okay, wir müssen 50 Münzen irgendwo herbekommen. Kleiner Pilz, ich hätte dich gern. Ist das ein assiges Level? Hä? Als ob Zombie ein assiges Level baut. Was ist das denn für einer? Pilzchen! Ja! Oh, ist hier oben irgendwas? Hab ich ein Secret gefunden? Habe ich hier etwa ein Secret? Ein Sekret? Ist das hier dieses sogenannte Sekret? Doch, ich komme hier hoch. Nice! Ein Zylinder ist hier auch am Duseln. Das ist eine Zehnermünze. Nein! Zehnermünze! Ich weiß halt nicht, wie krass der Zombie das hier angepasst hat, dass es wirklich nur 50 Münzen gibt oder sowas. Okay. Oh, hier hätten wir den auch runterschmeißen können, den Galumba. Kommt der nochmal wieder, wenn ich weit genug rechts hingehe? Ich glaube, dann komme ich an die 10er Münze nicht mehr ran. Okay, egal. Ah, okay, nee, wir müssen den von hier hochwerfen. Ich nehme dich einfach mal mit, ne? Kleiner Galumba. Ich glaube, das ist eine ganz gute... Nein! Das ist ein Troll! Locker ist das ein Troll! Ich will da nicht runter... Nö, ich gehe da nicht runter. Kannst du nicht mal. Wenn er hier schon... Oh. Ah, okay, das hat mir auch Sachen gebracht. Wenn er schon einfach ein Kaiso-Ding macht, dann ist das locker ein Troll. Ich schmeiß da lieber einen Galumba runter. So, sammel die 10 Münzen für mich ein. Dankeschön. Bist ein sehr netter. Guck mal, da kommt sogar wieder der Galumba hier. Nett. Okay, ich denke mal, wir müssen den da hinschmeißen. Und mit dem dann darüber. Anscheinend nicht. Shit. Okay, also den Galumba soll man da hochwerfen, um die Münze zu holen. Und dann mit dem Kugelwill hier rüber. So, und eben war das eigentlich ganz gut, als ich den zweiten Galumba benutzt habe. Was ist eigentlich Kaiso? Kaiso mit K. Kaiso-Blöcke sind die unsichtbaren Blöcke. Ich glaube, der Macher heißt einfach Kaiso. Der macht so ganz assige Level und der hat diese unsichtbaren Blöcke, glaube ich, eingeführt und der hat die immer so platziert, dass wenn man normal springt hier, also wie jetzt, wenn man einfach... Wenn man normal versucht zu springen, dass man dann gegen so einen Block knallt und dann in sein Verderben springt. Und deswegen heißt der Block quasi Kaiserblock, glaube ich. Kann aber auch voll den Blödsinn hier erzählen. Hä? Ich hab's doch eben hinbekommen. Ich hab den Pilz bekommen und da hochgesprungen. Wieso krieg ich das jetzt nicht mehr hin? Also wir warten auf den zweiten. Und nutzen den, um hochzuspringen. Jetzt habe ich den Pilz aber nicht bekommen. Wie hab ich das denn da vorhin bekommen? Oh Mann, ey. Okay, das Level ist assiger, als man denkt. Wenn man da zumindest hoch will. An sich? Oh Mann, ey. Ich glaube, ich muss einfach warten, bis ich den Pilz da raushole. Dann kriege ich den nämlich auch. Aber wie komme ich jetzt an diese blöde Münze daran? Ich kriege die einfach nicht. Ich bin zu blöd dazu, Leute. Wieso gehe ich denn überhaupt hier hoch, wenn ich die nicht mehr bekomme? Man weiß es nicht. Die Absichten eines Dizzys sind unergründlich. Oh, wie schaffe ich das jedes Mal, gegen diesen Galumba zu sterben? Ist doch nicht mein Ernst. Vor allem. Okay. Sogar mal nicht gegen den Galumba gestorben. Krasser Kack. So, nehme ich mit. Okay, nehme ich doch nicht mit. Hol mir die 10 Münzen. Merci. Da, 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 da. Nee, falsche Richtung. Nein, Galumba und du. Ja, okay. Wenn wir die töten, kommt da vielleicht noch einer. Oh, und ich gehe halt trotzdem noch in die Falle rein. Flachs. Ich nehme einfach jede Falle mit in diesem Level. Und ich hoffe einfach mal, Zombie war nicht so assig, dass er weniger Münzen als... Oder dass er genau 50 Münzen in diesem Level macht. Dass wir die 10 Münzen nach oben holen müssen, weil das wäre schon ein bisschen komisch. Danke, kleiner Galumba. Einfach nach rechts. Was ist denn los mit dem? Aber wir haben ja zum Glück noch einen Galumba, der immer wieder spawnt. Ey, ich krieg das nicht mehr hin. Hätte ich nicht gedacht, dass das Zombies-Level mich so herausfordert.
Okay, solange ich dich von links endlich... Nein, endlich mal treffe. Come on, come on. Geh da rein. Geh da rein. Danke. Ich meine, das bringt 8 Münzen oder so? Hä? Warum ist der Galumba weg? Egal, wir brauchen den Galumba nicht. Wir brauchen ihn nicht. Ich meine, da ist zwar eine Münze oben, aber... Oh, es ist nur eine 10er-Münze. Ich schaff's nicht mehr, Leute. Ich schaff's einfach nicht. Aber warum ist denn der Galumba jetzt weg gewesen? Richtig strange, Leute. So, komm du mal mit. Ich hätte gern die 10 Münzen da unten. Oh, ich spring jedes Mal wieder runter. Mann! Sind die 10... Ich kann aber nicht zweimal 10 Münzen liegen lassen. Das widerspricht meiner jüdischen Ader. Ich bin zwar gar kein Jude, aber... Pilzchen, kannst du ganz kurz auf mich... Okay, der Pilz ist weg. Oh, ich krieg's einfach nicht hin. Ich glaube, das ist eine schlechte Idee, wenn ich diesen einen Gumba da immer wieder mitnehme. Damit töte ich nur den anderen Gumba, der mir da eigentlich hilft, die 10 Münzen mitzunehmen. Kann man mit Gumbas eigentlich eine Spin-Attacke machen? Nee. Come on. Mario, du kriegst das hin. Ja. Oh. So, jetzt mal gucken. Relativ spät. Okay, ich hätte die Münze trotzdem ganz gern. Okay. Münze bekommen, kriegen wir noch einen Pilz. Den müssen wir da oben einmal garantiert gegenknallen lassen. Hier unten. Okay. Sieht doch nicht so schlecht. Ich hoffe mal, ich muss da nicht unten hin. Uns fehlen 2 Münzen. Wieso fehlen uns 2 Münzen? Das ist ja lame. Ich komme auch nicht wieder zurück, ne? Da oben wären halt noch 2 Münzen gewesen. Ja, mir fehlen 2 Münzen. GG. Ja. Hätte ich einen Gumba mitgenommen, dann hätte ich den locker easy peasy... Oh Gott! Kaputt machen können. Yo, wie assig! Okay, also die Münzen... Die Münzen sind nicht so assig gelegt, dass man alle Münzen holen muss, aber man muss trotzdem recht viele mitnehmen. Eben haben mir, glaube ich, 2 Münzen gefehlt, um das zu schaffen. So, du kommst weg. Das heißt aber auch, ich muss die 10 Münzen hier auf jeden Fall holen. So, dich brauchen wir auch. Und die 10 Münzen hier müssen wir auch auf jeden Fall holen. Okay, nice. Und die 5 Münzen da an sich auch. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. So, warte, warte, komm mal her. Ich will da alle Münzen haben. Eine war da, glaube ich, noch. Ja, okay, dann haben wir hier auch alle. Sterbt! Den nehmen wir einfach mal mit. Die 10 Münzen. Ah, da oben wird er eingesperrt. Ja, wir haben genau 50. Okay, nice. Das passt also genau. Und der Boss hier ist, glaube ich, ich weiß nicht, wer von wem abgeguckt hat, aber Manu hat halt auch so einen Boss in sein Last Man Standing Level. So, den einmal vernichten, reingehen. Ich glaube, das war schon das Ziel. Die Musik ist super. Finde ich auch mega geil. Das ist meine Lieblingsmusik bei Mario. Klack! Genau 50 Münzen. Also sehr knapp bemessen, aber nicht so knapp, dass man alles mitnehmen müsste. Geilo. Ich find's blöd, dass man bei diesen heruntergeladenen Leveln nicht zu dem Erbauer reingehen kann. Ich kann denen jetzt auch kein Herz geben und sowas im Nachhinein. Das hat nur eine Abschlussrate von 0,65%? Lol. Das heißt, nicht mal jeder Hundertste schafft das. Ist ja krass. Dabei, ich glaube nicht, dass das so ein ultraschweres Level eigentlich ist. Klar, bin jetzt auch ein paar Mal gestorben, aber noch keine 100 Male. So gut, dann ist das von kurz und schmerzhaft nochmal das letzte. Ich hoffe, dein Level ist wirklich kurz und schmerzhaft? Naja, schmerzhaft vielleicht nicht, aber kurz zumindest. FFF, das ist natürlich geil. 1 von 1, 100%. Aber diese Glücksspiele sind auch ganz geil. Ich hab ja schon gesehen, es gibt ja diese graue Blume da. Dieser Retro-Mario. Und der hat nämlich ein Projektil, das bounced so von den Wänden weg. Und damit kann man auch richtig geile Sachen machen. Bin gespannt, ob du das auch auch machst? Und jetzt? Hä? Hatte ich jetzt Glück? Hatte ich Pech? Ich glaube, so war das nicht geplant. Ja, gutes Level. Wäre ich einfach durchgelaufen, dann hätte ich jetzt den Rekord, nicht wahr? Warte, das machen wir nochmal. Wir laufen einfach mal los und gucken, was passiert. Ich glaube, dein Level ist kaputt. Hä? Ja, schönes Level, muss ich sagen. Richtig gut. Kurz und schmerzlos.
Okay, nee, schneller kriegt man es nicht hin. Okay, ich möchte jetzt aber einmal sehen, was denn eigentlich passieren sollte. Wenn ich hier stehen bleibe. Okay, die aktiviert dann... Okay, die schießt den P-Switch quasi ab, wenn man Pech hat. Aber ich glaube, du hast das schlecht getimed. Wenn man einfach losläuft, dann kommt man immer durch. Nun. Ja, doof, ne? Muss noch was machen, ja, glaube ich auch. Naja, trotzdem danke für die Einsendung. Dann war das letzte Level, das trotzdem toll bekommen. Hier, ich gebe dir auch noch ein Kinderspiel. Zack. Schade, dass das schon einer vor mir gemacht hat. Sonst hätte ich da jetzt den Weltrekord. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Jetzt kommen noch geile Credits. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Ich hoffe, die Credits funktionieren. Die funktionieren nämlich nie beim ersten Mal.